Handstand auf dem Laufband habe ich so auch noch nicht ausprobiert. Sollte möglich sein. Yo Freunde, was geht ab? Lange ist es her, aber tatsächlich, ihr seht richtig, endlich ist wieder ein Video da. Heute gehen wir zusammen ins Fitnessstudio. Ich stelle euch mal so ein bisschen meinen Trainingsplan vor. Das heißt, heute gibt es ein Push-Workout. Brust, vordere, seitliche Schulter und Trizeps. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg und gleich sind wir da. Bis gleich. Ich habe wirklich viele Nachrichten von euch bekommen. Manche sagen das ja immer nur so, aber bei mir stimmt es tatsächlich. Aufgrund der ganzen Instagram-Challenges. Deswegen auch einfach mal Instagram abchecken. Da kommen monatlich auf jeden Fall immer neue Challenges online. Und ja, deswegen mal ein bisschen Motivation, Inspiration für euch. Einfach einen kleinen Mehrwert bieten, damit ihr auch im Training vorankommt und vielleicht auch im Leben. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. Step into my circle with the opposite of Urkel. When I pull up flying purple, people eaters could invite me. I sealed the fate of Herschel. And I just leave them on the limb and hand them a business. His rappers are walking that I already killed them. Skin blanco, lyrical weapon kicking like a bronco. Head honcho, spherical presence came from the grotto. A dead rapper, rap his body in a poncho. So Freunde, wir sind jetzt im Fitnessstudio angekommen. Als allererstes machen wir erstmal die Rotatoren warm, damit wir uns nicht an der Schulter verletzen. Ansonsten schönes Push-Training, ja, das heißt Brust, vordere, seitliche Schulter und der Trizeps. Ich würde sagen, es geht direkt los. So Freunde, erste Übung, das Flachbankdrücken, das klassische Bankdrücken mit der Langhantel, wirklich einer meiner liebsten Übungen. Hier mache ich 4 Arbeitssätze, a 90 Kilo. Wir fangen natürlich erstmal ein bisschen niedriger an, arbeiten uns dann langsam hoch. Ansonsten Schulterblätter hinten fixieren, schön in einer Linie arbeiten mit Handgelenk und Unterarm und versuchen wirklich die Brust zu treffen. So, mehr müsst ihr eigentlich nicht beachten. So Freunde, die zweite Übung für die Brust, schräge Brustpresse an der Maschine, die zielt eher auf die obere Brust ab. Ja? Das heißt, alle, die ein schönes Dekolleté haben, wenn ihr einen V-Schnitt zum Beispiel tragen wollt, einfach ein bisschen mehr die obere Brust trainieren. Das schafft ihr beim schrägen Bankdrücken oder an der schrägen Brustpresse. Ansonsten einfach schön im 45-Grad-Winkel drücken, oben ein bisschen die Brust anspannen und dann sollte das auch funktionieren. Dritte und letzte Übung für die Brust, Fliegende am Kabelzug, natürlich jetzt klassisch in der Russenhocke präsentiert. Da variiere ich gerne mit den Griffen, mach von oben, mach von unten. Wichtig ist einfach nur vorne auch hier schön die Brust anzuspannen, um wirklich die Brust zu treffen. Nicht mit allzu viel Schwung arbeiten und hier gerne ein bisschen höhere Wiederholungen, ist eine isolierte Übung, das heißt so 12 Wiederholungen, a 3 Sätze. Freunde, jetzt versuchen wir noch die Schultern ein bisschen auszureizen, das heißt, damit wir wirklich schöne Kanonenkugeln hier oben bekommen, immer schön die seitliche Schulter trainieren, dann geht er auch wirklich in die Breite. Deswegen Seitenheben, gerne auch im Supersatz. Hier hilft mir zum Beispiel viel Volumen, das heißt, ich mache ersten Satz mit ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr mit Schwung und dann den zweiten Satz eher ein bisschen auf saubere Ausführung und dann nochmal schön oben eindrehen, um wirklich auch nur die seitliche Schulter zu treffen. Thank you.
Freunde, die letzten beiden Übungen für heute, der Trizeps, der wurde natürlich die ganze Zeit schon bei der Brust gut mittrainiert. Jetzt versuchen wir den nochmal komplett auszusaugen, ja. Das heißt nochmal die letzten Kräfte rausholen. Hier mache ich gerne am Kabelzug verschiedene Übungen. Einmal über Kopf und einmal schön von oben nach unten. Ansonsten einfach schön unten durchdrücken, den Trizeps anspannen, nicht so viel mit Schwung arbeiten, Schulter ein bisschen hinten lassen und schön runterdrücken. Und dann habt ihr auch schon ein richtig schönes Push-Workout. Das ist zumindest das, was ich gerade trainiere und damit fahre ich aktuell sehr gut. So Freunde, das war's auch schon fast mit meinem Push-Workout. Hier nochmal ganz klare Empfehlung, ein Dreier-Split ist nicht unbedingt was für dich da draußen. Das heißt, gerade wenn du ein Anfänger bist, solltest du das nicht unbedingt machen. Da ist vielleicht eher ein Ganzkörperplan oder auch ein Zweier-Split besser. Das können wir gerne nochmal machen. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr sowas sehen wollt, dann gebe ich euch da auch nochmal den einen oder anderen Tipp. Ansonsten muss ich sagen, eigentlich mache ich immer noch eine Schulterübung mehr. Eigentlich für die vordere Schulter. Deswegen machen wir es jetzt einfach so, ich gehe noch aufs Laufband, das mache ich auch ganz gerne mal nach dem Training, noch ein bisschen auslaufen. Das verbinden wir heute einfach noch mit einem kleinen Schulterworkout und zwar machen wir es einfach in den Händen. Das heißt, Handstand auf dem Laufband habe ich so auch noch nicht ausprobiert, sollte möglich sein. So Freunde, das war's hier mit dem ersten Video seit langem wieder auf diesem Kanal. Dafür bitte erstmal einfach ein Like da lassen, dass der Boy wieder zurück ist. Ansonsten vielen, vielen Dank ans Fit One Düsseldorf, dass wir hier drehen dürfen. Und vielen, vielen Dank an Sammy hinter der Kamera. Ohne den wäre das alles hier gar nicht möglich. Deswegen danke dafür. Ansonsten Freunde, am Samstag kommt eine richtig coole Challenge online. Deswegen da bitte wieder einschalten. Es gibt nicht nur Tipps hier, es gibt nicht nur anwendbare Inhalte, sondern es gibt natürlich auch wieder unterhaltende Challenges. Ansonsten, Freunde, lasst dein Like da, lasst dein Kommentar da, was ihr demnächst sehen wollt. Ihr könnt das Ganze mitentscheiden und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.